Goethe, Götter, Göttermeer, Göttermatal, das heißt ich, komm, geh mich auf die Eier. Hier ist scheinbar auch irgendwo nochmal ein optionales Grab, wurde mir angezeigt. Wenn hier so lang läuft, ne, und dann denke ich so, oh, okay, schön, auf einmal denke ich so, optionales Grab, aber das haben wir, das war kein Grab. Das müssen wir noch rausfinden. So, wir sind oben. Ist hier vielleicht noch ein Grab? Weiß man's? Waren wir hier oben schon mal? Sieht auf jeden Fall dann nicht danach aus. Wir haben scheinbar, wenn wir oben waren, eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Möglich. Stimmt, du musst nur einfallsreich sein und dann kannst du die Sachen auch entfernen. Ah, der wartet bestimmt auf uns. Da ist die Tuse mit dem Auftrag. Da ist irgendwas. Ja, aber sonst sehe ich hier nichts und dieser Sprung war völlig sinnfrei. Sehr gut. So muss das sein. Oh, guck mal, ein Monolith. Ein Monolith. Es ist eine Art Markierung. Griechisch auf 7. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Jetzt mal ernsthaft, was haben wir denn griechisch? 6. Okay, gut, das geht. Das sollten wir hinkriegen. Wir müssen nur ein paar Sachen finden dazu. Schauen wir uns mal hier kurz um, ob wir auch davor nichts vergessen haben. Waren wir hier schon drin in der Krypta? Dass sie ausgegraut ist, würde ich jetzt mal ja sagen. Ja, wir haben es aufgeschlagen. Ich glaube, hier waren wir schon drin. Sonst wäre das nicht aufgeschlagen, oder? Ich muss mal reingehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann mich dran erinnern. Alles klar, wir waren hier drin. Wir waren hier drin. An diesen großen Abstieg kann ich mich erinnern. Würde ja auch keinen Sinn machen, wenn das Ding nicht aufgeschlagen wäre. Da oben müssen wir hin. So. Pistole. Boom. Gehen wir raus, das haben wir entdeckt. Alles klar. Und da oben ist eine Kiste, die hatten wir aufgemacht. Genau, das sehe ich von hier. Wunderbar. Damit können wir eigentlich... Damit sind wir soweit. Gehen wir zur Treppe, wo Keller auf uns wartet. Seht ihr, was ich meine? Irgendwo ist hier noch ein Grab. Irgendwo. Und hier sind auch noch Herausforderungen. Also wir haben hier einmal... 7 von 8 Pfeilen, da habe ich eins noch gefunden. Das war hier am Anfang, glaube ich. Hängen gelassen, da fehlt mir immer ein Kaninchen. Und 3 von 4 Tauchsprüngen. Der letzte, da kommen wir noch nicht hin. Das ist der ganz oben am Wasserfall. Da fehlt uns aber auch einfach noch ein Equipment-Teil. Hörst du den Heli? Das sind nicht die Vögel, oder? Das wäre etwas krass. Hallo. Interessantes Timing, dass Sie zeitlich mit unserem Feind ankommen. Laut Jacob sind Sie kein Dieb und sein Wort ist Gesetz. Na gut, wenn Jacob das sagt, danke. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Hinter die Barrikaden! Schnell! Schnell! Er geht bei sofort! Widerstand! Achtung! In Deckung bleiben! Zu! Ah, ich kann nicht schneller! Ich muss mich jetzt beeilen.
alle töten. Wenn ihr das Feuer nicht einstellt, seid ihr alle tot. Ihr habt 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. La, 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 la. Hör auf, die Haare zu machen. Wo ist die göttliche Quelle? Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Da. Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Hey. Pumpgun! Da ist unsere Pumpgun. Ich glaube, in dieses Gebiet kann ich vielleicht nochmal zurück. Ich muss diese Munition mitnehmen. Leute, ernsthaft? Mittlerweile sind wir eine Massenmörderin, aber hey, die haben es alle verdient. Wir müssen alles sammeln, was wir finden. Oh, oh nein, kleiner Flammenwerfer-Typi. Ernsthaft? Ich dachte gerade, mich hätte es jetzt erwischt. Mit der Explosion. Das geht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach nur geschossen. Es ist... Zurück. Sie haben uns besiegt. Unser Flammenwerfer ist kaputt. Ihr Pisser, ey. Mann, Mann, Mann. Den haben wir aufs Maul gegeben. Das Arschloch. Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Oder explodiert. Vernichtet. Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Ja. Weißt du, was das heißt? Nein. Ich bin entbehrlich. Ja. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Verdammt. Und du wirst sie kriegen. Verlier den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Werden die älter? Mir läuft die Zeit davon. Ich bin mir nicht sicher, ob die älter werden. Sieht aus, als würden die Haare grauer und alles. Aber du, das letzte Aufnahmezeit ist schon etwas her. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen. Für sie. Für dich. Für Trinity. Bitte. Bitte. Zeig mir den Weg. Ja, den Weg.
Der Weg, mein Junge, ist dein Blut auf meinem Fußboden. Dann fließt also Blut. Nein, deine Wunde ist nur aufgegangen. Du Mann mit der komischen Narbe und dem starren Blick. Bei mir. Tut mir leid. Das haben Ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Natürlich nicht. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Aber ich. Ich kann helfen, Jacob. Ich kann auch. Sind Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Beides. Im Moment ist das ein und dasselbe. Sag ich ja. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja, was ist? Wir sind übel dran, Jack. Auf zum Turm. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, bis wir eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Das wird schon wieder. Wollen Sie wirklich nicht mit mir kommen? Ich könnte Hilfe brauchen. Wir haben so große Verluste. Ich muss die Verletzten in Sicherheit bringen. Aber wenn wir soweit sind, stehen wir hinter ihnen. Ihre Leute haben Glück, sie zu haben. Wie fühlst du dich? Oh, wie ein Hirsch am Spieß. Das Atmen tut weh. Es blutet nicht mehr. Wir besorgen dir bald Medizin. Hast du es bequem? So bequem es geht. Sei stark. Du wirst überleben. Danke. Tot. Was werde ich da oben finden, Jacob? Es war mal eine Festung. Aber wie alles ist es jetzt eine Ruine. Viele meiner Leute leben da oben. Und ahnen nicht, was auf sie zukommt. Der ist tot? Wie ich höre, wart ihr heute sehr mutig. Was blieb uns anderes übrig? Weglaufen zum Beispiel. Ihr habt euch entschieden zu kämpfen. Das stand nie zur Wahl. Wir sind keine Feiglinge. Kannst du die Füße bewegen? Gut. Halt dich warm. Bald kommt jemand. Ich kann warten. Falls andere dringender Medizin brauchen. Lass uns das beurteilen. Sorry, ich stand in deinem vordefinierten Weg. Sie sehen besser aus. Ich schaff's schon. Na klar, gern geschehen. Und du? Wie geht's dir? Verdammt. Gott sei mit dir, mein Freund. Das ist mir... Der Herr behüte dich. Er ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte dein Kommen und Gehen von nun an bis in Ewigkeit. Ich glaube, ich sollte Arzt werden. Ich habe den so schnell beurteilt. Tot, weißt du? Ich habe es genau gesehen. Oh, hallo. Wie ich höre, haben Sie mit uns gekämpft. Ich habe mich bemüht. Ich bin froh, ich habe eine Pumpgun. Jacob, warte! Ich sehe noch immer nicht richtig. Alles ist verschwommen. Was ist denn eine Oma? Was erwartest du nach einem Schlag auf den Kopf? Aber es wird wieder, oder? Was hat der Arzt gesagt? Gerade so. Du bist ein bisschen wackelig. Ob sie wiederkommen? Das musst du sie fragen. Keine Ahnung. Oh, da hinten ist eine Kiste. Ihr zwei? Seid ihr verletzt? Schusswunde im Bein. Ist aber sauber. Ich kann warten. Bist du das, Jacob?
Sie hat was auf den Kopf bekommen, ist aber bei Sinnen. Ich habe ein Auge auf sie. Alles klar. Achte auf die Pupillen. Lass sie nicht einnicken, bevor ein Arzt da war. Klar. Verdammt, tut das weh. Dann sollte ich wohl mal losziehen. Seien Sie vorsichtig da oben. Sie waren eine große Hilfe und ich will sie nicht verlieren. Verstanden. Das war mein Plan. Immer schön atmen. Du kommst wieder. Wie geht es Ihnen? Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, wir warten bloß auf die Ärzte. Wer ist das? Die kenne ich gar nicht. Lass mich einfach reden. Gleich bist du an der Reihe. Mit wem redet der? Oh, hallo. Hallo nochmal. Sie haben gut gekämpft. Danke. Ich bin froh, dass ich hier war. Oh, hallo. Das ist ja super. Hallo. Sie haben ja wieder Teufel gekämpft. Das war nicht Ihr erstes Mal. Nicht wirklich. Nein. Hier, Sie können mit diesen Magazinen mehr anfangen. Oh, cool, vielen Dank. Hallo. Es war offenbar falsch, Ihnen zu misstrauen. Es war eine Ehre, dass Sie mit uns gekämpft haben. Nehmen Sie die Munition, wenn Sie sie verfolgen. Verpassen Sie ihnen was. Mach ich. Oh, sehr schön. Ich habe hier übrigens eine Kiste. Bamsen wir mal auf. Und was finden wir? Schwere Pistole. Du kommst wieder in Ordnung. Sag mal, da will ich noch nicht rüber, ehrlich ich gesagt. Ich kann das Bein nicht retten. Die Wunde ist zu schwer. Was? Was sagst du? Ich muss es abnehmen. Es tut mir leid. Nein! Nein, bitte! Nicht mein Bein abnehmen, das geht nicht! Ich bin keine Hilfe, wenn ich nicht kämpfen kann! Dann wirst du sterben, verstehst du mich? Dein Bein wird verfaulen und dich umbringen. Willst du das? Schieß. Nicht mein Bein abnehmen. Dein Arm ist auch nicht besser. Ah, schaffst du schon. Das kommt wieder in Ordnung. Ich nicht. Oh Gott, tut das weh. Sie tun alles, was sie können. Ich kann nicht. Das weißt du. Der Prophet hat einen Plan für uns alle. Ruh dich aus. Ich bringe euch das Wasser. Kann ich helfen? Das haben sie schon. Wären sie nicht gewesen, hätten wir noch mehr Tote. Dann war es das wert. Ruhen Sie sich aus. Das kommt wieder in Ordnung. Pumpgun-Munition. Immer wichtig. Immer mitnehmen. Brauchen Sie Hilfe? Schau mich. Die meisten dieser Männer wären tot, wenn sie nicht gekommen wären. Wir stehen tief in ihrer Schuld. Das heißt, sie interessieren sich für die Vergangenheit vor dem Sturz. Kann man sagen. Da auf dem Pult liegt etwas, das Sie interessieren könnte. Immer schön. Ah, sehr schön. Vielen Dank. Gucken wir und hören wir uns gleich an. Kann ich Ihnen etwas holen? Die zwei hier reden. Wer ist da? Bist du das, Anya? Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. Nein, okay, er ist noch nicht gestorben. Und sie ist, glaube ich, tot. Das sehen wir uns mal durch. Oder lass uns vorlesen. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen. Aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Wahre Worte. Wir müssen akzeptieren. Immer schön atmen. So. Brauchen Sie irgendwas? Wir schaffen es schon. Okay. Du? Nein. Ich gucke mir jetzt gerade noch alles an. Sieht aus, als hätten Sie hier alles unter Kontrolle. Ich habe Sie gesehen. Im Kampf. Gut, dass Sie bei uns sind. Hier, die haben wir von den Toten. Die brauchen Sie nicht mehr. Ah, danke. Aber ist leider voll. Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, jetzt nicht. Wir müssen den Transport der Verletzten vorbereiten. Wir haben diese Sachen bei den Angreifern gefunden. Ist nicht viel, aber... Hey, danke.
Aber, ist voll. Sorry. Nutzt ihr es.